Das ist richtig. Es gibt viel Unruhe in der Bundes-SPD, aber dennoch kann man nicht alles auf die Verbandsgemeinde projizieren. Das sind Themen, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort betrifft und interessiert. Und von daher gehe ich davon aus, dass es keine große Auswirkung haben wird. Zum Teil ja. Ich habe mich damals schwer getan beim Mitgliederentscheid und auch heute ist es nicht einfacher geworden. Dennoch finde ich wichtig, dass die SPD zusammenhält. Das wollen wir auch tun. Und ich hoffe, dass es da positive Nachrichten demnächst gibt. Ich bin ein anderer Typ als Ulf. Ich mag Ulf unheimlich gerne. Aber dennoch denke ich, dass ich mit meiner Person überzeugen kann, dass ich mit meinem Programm überzeugen kann und hoffe da einfach auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl. Zum einen bin ich kein Mitglied des Verbandsgemeinderates, deswegen kann ich da auch nicht auftauchen. Zum anderen ist es richtig, die SPD ist eine Opposition und muss sich dementsprechend auch verhalten. Und das wollen wir auch verstärkt angehen. Und was meine Person anbelangt, ich bin natürlich eher ruhig im Gegensatz zu Herrn Konrad, das ist klar. Aber ich bin sachorientiert. Ich will die Sachen aufnehmen, ich will den Bürgerinnen und Bürgern zuhören und schnellstmöglich die Lösung präsentieren und umsetzen. Absolut, das kann ich sicher sagen. Das wollen wir auch machen. Und es ist einfach so, dass viele Sachen auf SPD-Anträgen beruhen, was aber nicht in der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden ist. Das wollen wir verstärkt angehen.